Damit solch eine Betankung hier auf dem Rollfeld während der Luftwaffenübung Air Defender möglichst schnell und reibungslos klappt, wurde hier einige hundert Meter weiter auf dem Gelände des Fliegerhorsts Wunsdorf extra ein mobiles Tanklager gebaut. Meine Kompanie ist hier seit der zweiten Kalenderwoche, also seit Anfang Januar 2023 hier im Einsatz. Wir haben insgesamt 17.000 Tonnen Schotter bewegt, knapp 2 Kilometer an Rohrleitungen im Endeffekt verlegt und sind jetzt in der Lage, 2,4 Millionen Liter Kraftstoff, also hier Kerosin, zu lagern. Das ist damit also mehr in diesem mobilen Feldtanklager als in dem stationären Tanklager tatsächlich hier in Wunsdorf. Vom 12. bis zum 23. Juni startet mit Air Defender die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Sie wird vor allem über der Nord- und Ostsee stattfinden. 24 Nationen nehmen teil. Am Standort Wunsdorf sind die großen Logistikmaschinen stationiert. Das Kerosin wird dreimal pro Woche unter anderem per Zug angeliefert und dann per Pipeline verteilt. Wir gehen davon aus, dass wir in der Kernphase, also in den kommenden 2 Wochen, bis zu 500.000 Liter am Tag tatsächlich hier ausgeben werden. Wenn man das mal umrechnet, das wären so ungefähr 10.000 Ladungen für PKWs. Die Soldaten des Logistikbataillons haben in ihren improvisierten Büros schon jetzt alles im Blick, damit die 226 Maschinen unter anderem aus den USA möglichst schnell betankt werden können. Wir haben eine Übersicht über die Kapazität unseres mobilen Feldtanklagers und somit können wir jederzeit wissen, prognostisch betrachtet, wie viel Treibstoff wird gebraucht, wie viel Treibstoff muss noch nachgefordert werden. Es ist eine logistische Herausforderung, auch wenn es um die Sicherheit und den Umweltaspekt geht, denn die extra angefertigten Kerosinpipelines müssen ständig kontrolliert werden. Umweltschutz wird bei uns im Endeffekt groß geschrieben. Wir haben hier neben den Wannen, die im Endeffekt Tropfmengen, das ist das, mit dem wir am Maximum ausgehen, was hier im Endeffekt sich mal außerhalb des Leitungssystems bewegen könnten, haben wir neben diesen Vorkehrungen, haben wir hier auch den Brandschutz von den Abizisten der Bundeswehr hier vor Ort, der im Endeffekt, wenn dann doch etwas passieren sollte, innerhalb von kurzer Zeit dann diese Leckage auch schließen kann. Am Montag startet dann die Luftwaffenübung Air Defender. Dann wird hier in Wunsdorf auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil erwartet.